Artikelnummer SCP-003, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-003 ist auf einer konstanten Temperatur oberhalb von mindestens 35 Grad Celsius zu halten, idealerweise über 100 Grad Celsius. Kein lebendiger, mehrzelliger Organismus der Kategorie 4 oder einer höheren Komplexität darf in Kontakt zu SCP-003 kommen. Sollte es bei einem kompletten Ausfall der Stromversorgung zu einer Massenzunahme von SCP-003-1 kommen, muss das zugewiesene Personal Hautkontakt zu SCP-003-1 herstellen. Im Idealfall sollten die betroffenen Personen ihre Körperwärme dazu verwenden, SCP-003-1 wieder über die kritische Temperatur zu erwärmen. Selbst im Fall, dass SCP-003 seine Aktivierungstemperatur erreicht, muss der Hautkontakt mindestens bis zum Erreichen des zweiten Wachstumsstadiums von SCP-003-1 aufrechterhalten werden. Personal, welches SCP-003s Verwahrzone betreten möchte, muss zunächst auf Befall durch Parasiten untersucht werden, die der Kategorie 4 oder einer höheren Komplexität zugeordnet werden. Sollten solche Organismen vorhanden sein, hat sich besagtes Personal einem Sterilisierungsprozess zu unterziehen. Alle Mitarbeiter, welche in physischen Kontakt zu SCP-003-1 gekommen sind, müssen sich im Anschluss zur Sterilisierung melden. SCP-003-1 darf außer bei den oben beschriebenen Notfallmaßnahmen nicht von SCP-003-2 entfernt werden. Jede nennenswerte Änderung von SCP-003-2 ist Runenaktivität. Dies bezieht sich auf Muster, Frequenz oder Farbe, ist innerhalb von 3 Stunden nach Auftreten zu melden. Die Einstellung von Runenaktivität ist sofort zu melden. SCP-003-2 ist ständig durch Generator 003-9 mit Energie zu versorgen. Beschreibung: SCP-003 besteht aus 2 in Verbindung stehenden Teilen mit einem unterschiedlichen Ursprung. Diese werden als SCP-003-1 und SCP-003-2 bezeichnet. SCP-003-1 ist ähnlich der Hauptplatine eines Computers aufgebaut, scheint dabei aber aus einer Mischung aus Chitin, Haaren und Nägeln unbekannter biologischer Herkunft zu bestehen. Testergebnisse haben gezeigt, dass SCP-003-1 um einen Faktor von mehreren tausend Jahren älter ist als die ältesten bekannten Leiterplatten. SCP-003-1 wird zwar ein Bewusstsein zugeschrieben, aber es gilt mit Ausnahme einiger bestimmter Bedingungen nicht als aktiv gefährlich. SCP-003-1 wurde auf einer Steintafel, SCP-003-2, ruhend gefunden, auf der es sich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. Die Runen auf SCP-003-2 gehören zu keiner bekannten Sprache und leuchten in blassen, flackernden Lichtmustern. SCP-003-2 wird durch einen nicht-biologischen Computer im Innern gesteuert, auf dessen Inhalte zum Großteil nicht zugegriffen werden können, ohne eine Beschädigung von SCP-003-2 zu riskieren. SCP-003-2 ist in der Lage, Strahlung, unter anderem Hitze, Licht und anormale Strahlungsarten, zu emittieren und besitzt eine interne Energiequelle anormaler Art, welche scheinbar bereits seit mehreren Jahrhunderten vor der Entdeckung an Leistung verliert. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass SCP-003-2 für den Zweck der Verwahrung von SCP-003-1 geschaffen wurde. Die teilweise Auswertung von Daten, welche von SCP-003-2 gewonnen wurden, verweist auf ein durch SCP-003-1 verursachtes LK-Klasse-Umstrukturierungsereignis in der Vergangenheit oder in einer möglichen Zukunft. SCP-003 wurde durch Fernwahrnehmungsteam SRV-04-Beta lokalisiert. Es ist im Bereich des Möglichen, dass SRV-04-Beta absichtlich von SCP-003-2 kontaktiert wurde, da andere Organisationen eventuell auf ähnliche Weise auf SCP-003s Existenz aufmerksam wurden. SCP-003-2 erscheint jedoch trotz dieser Aktivität nicht empfindungsfähig zu sein. Dies ergab sich aus dem Mangel einer Reaktion auf die Analysen und Prozeduren, die von M03 Gloria durchgeführt wurden. Im Fall, dass SCP-003s Temperatur unter 35 Grad Celsius fällt, kommt es zu einer Reaktion bei beiden Teilen. Zuerst tritt SCP-003-1 in eine Wachstumsphase ein. Diese ist charakterisiert durch eine exponentielle Massenzunahme. Diese Wachstumsphase besteht aus 2 Stadien. In beiden treibt SCP-003-1 sein Wachstum durch die Umwandlung von umliegender Materie an. Es beginnt dabei mit anorganischen Stoffen, darunter auch die Elemente der Atmosphäre, und geht dann über zu nicht lebenden organischen Stoffen. Hierzu zählen Zellen toter Haut, Haare, Chitin, Emaille, Keratin und andere biologische Materialien. Das erste Stadium verläuft jedes Mal gleich.
Zunächst erhöht SCP-003-1 seine Masse, dann nimmt es die Form eines Ophiuroidea, Schlangenstern, an mit einem Gesamtdurchmesser von 15 Metern. 3 Meter davon entfallen auf etwas, das eine Art Hauptrechner zu sein scheint. Es bilden sich sensorische Organe, die scheinbar die Umgebung absuchen und das Gebiet, um sich teilweise in eine nicht identifizierte, anormale Substanz umwandeln. Es ist anzumerken, dass SCP-003-2 allem Anschein nach immun gegen diese Umwandlung ist. Das zweite Stadium beschreibt die Wachstumsänderung, die bei Kontakt zwischen SCP-003 und lebenden organischem Material eintritt. Es scheint, dass SCP-003 das organische Material als eine Art Schablone für sich selbst benutzt und fortan versucht, mit Organismen zu kommunizieren, die der bzw. den ursprünglichen Schablonen gleichen. Während dem zweiten Stadium kann es zu Pausieren, Verlangsamen oder Änderungen des Wachstums von SCP-003-1 kommen. Weiterhin wandelt SCP-003-1 anorganische und nicht lebende organische Objekte in funktionell identische Strukturen, aber mit anormal verändertem physischen Aufbau um. SCP-003-1 Wachstumsrate ist zwar im ersten Stadium einheitlich, im zweiten ist diese jedoch um 20-90% reduziert, solange SCP-003-1 in Kontakt mit lebendem organischem Material steht. Der Prozentsatz errechnet sich aus der Komplexität der Organismen, welche in Kontakt zu SCP-003-1 stehen. SCP-003-1 verwendet wohl einen großen Anteil seiner Rechenleistung zur Analyse von lebendem organischem Material. Während jedem Wachstumsstadium werden von SCP-003-2 Strahlungsstöße emittiert, welche SCP-003-1 Wachstum temporär hemmen bzw. das Wachstum umkehren, falls SCP-003-1 Temperatur über 100 Grad Celsius steigt. Es konnten ähnliche Strahlungsemissionen durch andere anormale Methoden reproduziert oder aufgezeichnet werden. SCP-003-1 Biologie war Gegenstand umfangreicher Untersuchungen. Wichtige Elemente gleichen SCP-1512 und SCP-2756, wobei die letzten zwei keine weitere bestätigte Verbindung zu SCP-003-1 oder zueinander besitzen und alle noch nicht vollständig verstanden wurden. Technisch gesehen sind sie sogar schlechter verstanden als SCP-003 aufgrund der umfangreichen interdisziplinären Erforschung der SCP-003-Objekte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine zufriedenstellende Erklärung für die Verbindung von SCP-003-1 zu diesen oder anderen SCP-Objekten oder moderner Technologie abseits von der Erscheinung, welche potenziell als Mimikrie dient und hierfür einen bisher unbekannten Mechanismus verwendet. Anhang 003-1. Forschungsteam M03 Gloria ist es gelungen, unter Verwendung linguistischer Analysen der Runen von SCP-003-2 und Vergleichsdaten eine Verbindung zwischen SCP-003 Daten gelöscht zur Analyse von Funktionen herzustellen. SCP-003-1 muss nun als empfindungsfähig eingestuft werden und es ist zu jeder Zeit mindestens 1 Kilometer von Daten gelöscht und den sich ergebenden Nebenprodukten fernzuhalten. Anhang 003-2. Der Leistungsabfall von SCP-003-2 wurde durch die von M03 Gloria durchgeführten Eingriffe verschlimmert. Auf Anweisung von O510 führt M03 Gloria dieses Vorgehen fort. Anhang 003-3. Während des M03 Gloria-Verfahrens verdoppelte SCP-003-1 seine Masse und begann mit schneller Ausbildung von Strukturen. Die Temperatur wurde sofort wieder auf 100 Grad Celsius erhöht. Das Wachstum und die Massenzunahme von SCP-003-1 hielten für 9 Minuten und 6 Sekunden an. Zu diesem Zeitpunkt emittierte SCP-003-2 einen anhaltenden Strahlungspeak. SCP-003-1 kehrte als Reaktion hierauf innerhalb von 3 Minuten und 39 Sekunden wieder zu seinem Normalzustand zurück. Neue Wucherungen lösten sich auf und hinterließen staubige Ablagerungen, die für weitere Analysen gesammelt wurden. Sowohl SCP-003-1 als auch SCP-003-2 stellten alle nachweisbaren Aktivitäten ein. SCP-003-2 nahm seine Aktivität erst wieder nach der Verbindung mit einer externen Energiequelle auf. SCP-003-2s Runen glommen in einem gleichförmigen Grauton und kehrten erst nach 3 Stunden zum normalen Verhalten zurück. Es scheint, dass SCP-003-2 ohne äußere Stromzufuhr durch die Generatoren 003-3 bis römisch 9 nicht mehr in der Lage ist, das Verwahrgebiet auf eine Temperatur oberhalb von 35 Grad Celsius zu halten. Anhang 003-4.
Und das in Anhang 003-3 beschriebene Verfahren wurde wiederholt. SCP-003-1 begann erneut mit einer Wachstumsphase. SCP-003-2 emittierte nach 10 Minuten und 13 Sekunden wieder einen anhaltenden Strahlungspeak. Das Wachstum von SCP-003-1 stoppte für 36 Sekunden und fuhr dann mit ursprünglicher Geschwindigkeit fort. Nach Vervierfachung seiner Masse formte SCP-003-1 eine zusammenhängende äußere Schale und einen Körper. Nachdem er scheinbar seine Umgebung gescannt und teilweise umgewandelt hatte, durchbrach SCP-003-1 die Verwahrung und drang auf den Beobachtungsbalkon vor, auf dem sich 9 Mitglieder von M03 Gloria befanden. Nach Herstellung eines physischen Kontaktes mit den Teammitgliedern umgab SCP-003-1 diese mit schnell wachsenden Gliedmaßen und stellte sein Wachstum für 15 Minuten ein. SCP-003-1 nahm danach das Wachstum wieder auf und richtete die Komponenten der Zentralmasse seiner Form neu aus, um die Gestalt einer 3 Meter großen weiblichen Humanoiden anzunehmen. Die peripheren Tentakel veränderten ihre Position, um nun hauptsächlich aus SCP-003-1 neu geformten Haar und der Wirbelsäule auszutreten. SCP-003-1 erzeugte daraufhin rudimentäre Vokalisationen, um scheinbar mit den Forschern zu kommunizieren. Daten gelöscht. Ein unbekanntes Individuum in Begleitung einer kompletten Gruppe Agenten näherte sich dem kompromittierten Verwahrgebiet. Besagtes Individuum behauptete im Auftrag von O510 zu handeln und versuchte mit SCP-003-1 zu kommunizieren. Daten gelöscht. Im Anschluss an diesen Zwischenfall gelang es Agent Jackson von M03 Gloria, die Energie zuvor zu SCP-003-2 wiederherzustellen und die Notfallgeneratoren zu aktivieren und so die Temperatur wieder auf 100 Grad Celsius zu erhöhen. SCP-003-1 kehrte nach 21 Minuten und 7 Sekunden in seinen Normalzustand zurück und konnte ohne weitere Zwischenfälle wieder in Verwahrung genommen werden. Alle 9 von SCP-003-1 betroffenen M03 Gloria-Mitglieder wurden im Nachhinein ohne physische Verletzungen vorgefunden und weisen, abseits eines psychologischen Traumas, keine verbleibenden Beeinflussungen auf. Das umgewandelte Material aus SCP-003s ehemaligem Verwahrgebiet löste sich nicht auf und wird momentan untersucht. Anhang 003-5. In Anbetracht des vorhergehenden Zwischenfalls wurde O510 durch einen gemeinsamen Beschluss von O5 aus dem O5-Gremium entfernt. Eingriffe durch M03 Gloria wurden für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Sonderzugriff für Programm M03 Gloria wird benötigt. Zugriff gewährt. Anzeige von Dateien. Transkript des Zwischenfallberichts A21-B, Zyklus 8. Für die Verteilung an das O5-Kommando und die Belegschaft. Befrager und anwesend. O52, O55, O57, O510 und Belegschaft. Befragt. Dr. Tilda David Moose, Führung von M03 Gloria. Auszug 35a. Sie hat versucht, mit uns zu reden. Wir haben alle ihre Stimme in unseren Köpfen gehört. Es war eine Art Halbsprache, welche wir nicht vollständig verstehen konnten. Einige von den anderen sind sofort ohnmächtig geworden. Ich habe etwas länger durchgehalten, aber es war nicht aufgrund von mentaler Standhaftigkeit, sondern weil sie schlicht versucht hat, uns unterschiedliche Dinge zu erzählen. Jones zeigte sie eine Wiederholung all seiner Erinnerungen an alles, für das Jones je etwas empfunden hat. Alles im Rahmen einiger weniger Minuten. Sie hat 3 der Forscher auseinandergerissen und unversehrt wieder zusammengesetzt. Sie versteht menschliche Emotionen oder Schmerz nicht. Noch versteht sie auch nur etwas davon, wie wir die Welt erleben. Ja, meiner Meinung nach ist das Verwahrungsverfahren notwendig. Hören Sie, sie möchte die Welt neu gestalten, in ein Paradies verwandeln. Ein Paradies erschaffen in ihrem eigenen außerirdischen Verständnis von was ein Paradies ausmacht, aber dennoch ein Paradies. Für uns gemacht, für die Menschheit. Sie wäre glücklich darüber, ein Paradies für den ersten, besten, komplexen Organismus zu erschaffen, der ihr über den Weg läuft. Alles mit einem Verstand komplex genug, um sie zu akzeptieren. Sagen wir zum Beispiel ein Hund oder eine Stubenfliege. Falls sie erneut ausbricht, müssen wir die Ersten dort sein. Wie es wäre? Keine Ahnung. Sie hat uns Bilder gezeigt. Nicht wirklich Bilder. Ich kann sie in meinem Kopf sehen, aber sie sind nicht klar. Das Beste, was mir einfällt, um dem nahe zu kommen, ist das, was man sieht, wenn man plötzlich die Augen fest schließt. Aber heller und komplizierter. Die Bilder hatten eine Art metallischen Klang mit ihnen verbunden. Die ganze Wirkung
hat sich wie eine Form von Worten angefühlt. Ich glaube, sie wollte sehen, was wir verstehen können, damit sie uns verstehen kann. Sie hatte keine Zeit, uns fertig zu analysieren. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte sie es geschafft.